Und dann kommt sehr schnell die Anweisung, Genossen, wir unterbrechen jetzt unsere Sitzung, geht hinaus auf die Straße. Die Losung ist, diskutieren, sich nicht provozieren zu lassen. Und dann sind wir los, Armin Müller und ich, Lyriker aus Weimar, der das schöne Lied gedichtet hat, im August blühen die Rosen. Und da sind wir vor zur Kreuzung Friedrichstraße und Linden. Und da ist Tumult und da sind Kerle und die fackeln da einen Zeitungskiosk ab. Und drumherum stehen ja, Herren, Genossen, so wie ich, aus den Büros, Verwaltungsleute, um zu diskutieren, sich nicht provozieren zu lassen. Und die sagen untereinander, so geht's ja nun nicht. Und wer sind denn die da? Und dann kommt Feuerwehr. Und dann diese 5, 8 Bengels da, die machen der Feuerwehr sehr schnell klar, das ist unser Feuer, nur haut mal ab. Und die Feuerwehr haut ab. Und dann kommt ein Jeep und ich denke, den kennst du doch. Und den LKW kennst du doch auch. Das waren die, die an der Bahn lang auch nach Berlin gefahren waren. Die Sowjetmacht war da, der Spähposten, guckte sich das alles an, machte nichts. Das waren die paar Störtrupps, die dann aus dem Westen rübergeschickt worden waren, von der KGU oder Ostbüro oder SPD oder wer, die nun rochen. Da ist was los im Osten, jetzt werden wir mal Öl in dieses Feuer gießen. Diese paar Aktionen hat es gegeben, das gehört dazu, was ich da erlebt habe. Und dann sah ich, und das hat sich mir eingebrannt bis heute, dann sah ich einen Strom von Arbeitern. Die kamen die Linden erlang. Das waren dann die Arbeiter aus dem Osten von Berlin und nicht nur die Stalinallee-Leute, das waren die aus den Großbetrieben. Und die schwenkten dann ein hinunter zum Haus der Ministerien. Und da standen auf der Kreuzung standen 3 Herren in Staubmänteln. Nach dem Brandenburger Tor, nach dem Brandenburger Tor. Naja, wo waren die wohl hergekommen? Aber die Arbeiter wollten nicht nach dem Westen, die wollten zum Haus der Ministerien und das fortsetzen. Und wir standen da, nun Armin Müller und ich und wir, junge Kommunisten, und sahen, wie sich die Arbeiter gegen die Arbeiterpartei erhoben hat und waren zu Tode erschrocken.